Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem ja, gemischten Haul von mir. Und zwar habe ich Sachen von Edeka Center, ich habe ein paar Teile von DM und das meiste, glaube ich, habe ich bei Rossmann gekauft. Ja, bei Edeka ist es einfach so, da habe ich nur ein paar Teile wieder mitgenommen. Letztes Mal, als ich mir nochmal zwei neue Uhren nachgekauft habe, hatte ich euch ja letztens schon erzählt, dass ich also da nur 10 Euro für ausgegeben habe und mehr mache ich im Moment nicht, weil es ist halt auch für mich ein Modeartikel und wenn es nicht mehr ist, ja mal gucken, ne? Und bei DM gehe ich im Moment nicht mehr ganz so viel einkaufen. Da muss ich sagen, da stört es mich einfach, dass die den 10% Rabattgutschein ja nicht mehr annehmen. Und da gucke ich jetzt halt immer, dass ich das, was ich bei Rossmann bekomme, bei Rossmann hole. Und nur das, was ich natürlich bei Rossmann nicht kriege, das hole ich weiterhin dann von DM. Aber das wird halt dann nicht mehr ganz so viel sein, weil da sind mir die 10% doch echt eine ganze Menge. Aber meistens liegt mein Einkauf irgendwo zwischen 80 und 100 Euro. Und wenn ich dann 10% kriege, ist das mehr als die paar Punkte bei, na, bei DM halt, ne? Ich fange einfach mal an, euch die paar Teile zu zeigen, die ich mir beim Edeka Center mitgenommen habe. Erstmal zeige ich euch die Uhr. Jetzt habe ich die auch noch um. Die mache ich mal ganz kurz ab. Da habe ich mir, wie gesagt, einmal nochmal eine in Braun gekauft. Die wollte ich gerne haben mit diesem braunen Armband und habe dann noch die mit dem weißen Armband mitgenommen und hatte mir ja beim letzten Mal schon die rosane und die mintgrüne auch noch gekauft. Und das reicht mir erstmal und das finde ich ganz schön. Da habe ich immer mal ja, je nachdem, was ich halt anziehe, eine andere Uhr. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Und die haben, wie gesagt, immer das Stück 10 Euro gekostet. Und da sage ich schon immer, da lohnt sich ja noch nicht mal die Batterie zu wechseln. Ja, und dann habe ich noch mitgenommen, dann hatten die eine limitierte Edition von Sebamed. Und die fand ich so schön. Habe gedacht, okay, testest du mal die neuen Duschen von Sebamed aus, weil von Sebamed hatte ich bis auf die Sebamed pH 5,5 frische Dusche hatte ich noch nie ein anderes Duschgel und diese hier, wie gesagt, das ist ja so eine Limited Edition von Sebamed und einmal haben wir hier Lemongrass und Grüntee und einmal Lotus und Grüntee. Ja, und die werde ich jetzt aufbrauchen und ich finde das hier mit 250 ml schon ganz schön groß und die waren dann auch noch im Angebot. Ich schreibe euch unten die Preise in die Infobox, was die gekostet haben. Wie gesagt, die waren im Angebot, die waren gar nicht so teuer. Dann wollte ich mal von Garnier wahre Schätze ausprobieren. Da habe ich das genommen mit Tonerde und Zitrone. Also für normales und schnell fettendes Shampoo ist das. Bei mir ist das immer so, dass es im Moment, es kommt immer darauf an, es gibt Zeiten, da fetten sie nicht so stark und dann habe ich wirklich sehr fettendes Haar. Und ich glaube, für diese Phase hebe ich das immer auf. Ich habe immer mehrere Shampoos und Duschgels in der Dusche stehen und ja, so wie meine Haare gerade wieder im Moment sind, danach wende ich dann auch das Shampoo an. Das wollte ich auch mal austesten. Dann habe ich von L'Oreal, von der Marc Expert, ein sanftschmelzendes Abschminkwasser. Professionelle Formel. Kenne ich überhaupt nicht. Da habe ich gedacht, okay, verwandelt sich auf der Haut, also Milch verwandelt sich auf der Haut in Gesichtswasser. Für Gesicht, Lippen und Körper, Körper. Für Gesicht, Lippen und Augen, pure Frische. Also es ist ein Abschminkwasser. Ich kann euch noch nicht sagen, was das so genau ist. Ich werde es einfach mal testen. Und vielleicht bringe ich es dann nächste Woche gleich mit in das Video rein für die Dinge, die ich im Moment gerade teste, die noch nicht leer, also noch nicht aufgebraucht sind, also kein aufgebraucht Video, sondern die ich einfach so gut finde, dass ich es euch zwischendurch schon mal zeigen möchte. Und vielleicht taucht das dann nächste Woche schon damit drin auf. Das war eigentlich alles von Edeka, vom Edeka Center. Dann war ich halt bei DM. Da habe ich als erstes vorne gleich an der Kasse von Axe diese neuen Duschgele mit einem, ich glaube, das ist ein Eau de Toilette, ne, für den Mann. Jedenfalls sollen die Düfte ja sehr schön sein. Ich habe mal dran geschnuppert und das habe ich für meinen Sohn mitgebracht. Ich habe gedacht, der liebt ja sowas. Der mag das immer so unter der Dusche und da habe ich gedacht, okay, nimmst du ihm mal die schwarze Edition von Axe jetzt mit, diese neuen. Und ja, mal gucken. Ich kann euch dann nochmal erzählen, wie das angekommen ist. Aber das eine ist Tabaco und Amber. Und das andere, denke ich mal, wird derselbe Duft sein, weil die sind ja beide schwarz. Gehe ich mal von aus. So, die zwei Sachen habe ich bei DM von in der Kasse gleich mitgenommen. Und dann bin ich eigentlich hin wegen dieser neuen LE von P2. Und da habe ich leider nur noch den Blush erwischt. Das ist der Farbton 020 Rising Sun. Dann haben wir hier einen Monolidschatten in dem Farbton 020, kann ich jetzt nicht erkennen, 020 auf alle Fälle. Und der andere hat die Farbnummer 030 Beige Sand.
Ja, die finde ich sehr schön. Die habe ich heute auch drauf. Ich habe vorher das Schminkvideo gedreht mit dem P2-Make-up und habe dann diese Sachen verwendet. Habe dann auch das Eyebrow-Gel angewendet. Da muss ich erstmal gucken, ob ich damit noch mich irgendwie einfuchse oder ob ich es schön finde oder ob einfach die Qualität nicht so gut ist. Dann gab es ja noch den Eyebrow-Stylist hier von P2, auch aus dieser LE. Das ist ja diese, Moment, wie heißt sie? Beauty Voyage. Genau. Und dazu gab es noch diese zwei, ja, es sind eigentlich Lidschattenstifte. Ziehe sie mal raus, dann könnt ihr die erkennen. Diese hier und davon habe ich den hier momentan im Augeninnenwinkel benutzt als Highlighter, aber nicht so ein extremer Highlighter, sondern einfach nur so ein bisschen aufhellen hier und mehr nicht. Und habe das noch unterm Augenbrauenbogen angewendet und ja, die finde ich eigentlich sehr schön. Mal schauen, wie die so sind. Ich wollte sie jetzt nicht als Lidschatten benutzen, mehr so, ja, um hier irgendwo mal so Akzente zu setzen. Ja, das war nämlich schon mein ganzer. Ein Teil habe ich noch mitgenommen von Diatherm Neu. Lift und Superkorrektor. Ja, mal gucken. Ich bin ja mit meiner Haut, ihr wisst immer so, teste mal gerne mal alles. Dann stand da noch ein Tester und dann habe ich mir den auf die Hand gemacht. Ja, was soll ich sagen, fand ich natürlich wieder schön. Und habe mir dann, das ist ein Mikropeeling Nachtfluid. Also das heißt, man trägt es über Nacht auf und die Haut schläfert sich so ganz sanft mit ab. Stimuliert also die Regeneration der Hautoberfläche und mikroinszeniertes, Moment, ich brauche mal mein Licht hier, meine Lampe. Also mikroinjiziertes HA, also Hyaluronsäure und Glucosamin-H. Ja, stimuliert die Regeneration der Haut über die Nacht. Ja, das wollte ich einfach mal austesten. Wie gesagt, ich fand das an dem Spender ganz schön. Ich zeige euch das auch mal. Ich mache es ja eh auf. Und das ist so ein schönes, feines Gel. Das kommt ja, unter die Nachtpflege. Da wollte ich mal gucken. Ich habe die einfach mal von Garnier mitgenommen. Ich weiß, eigentlich ist das ja eher was für die junge Haut, aber ich habe mir gedacht, okay. Wenn du dir so ein Gel drunter machst und ich habe mir da auch noch ein Hyaluronsäuregel mitgenommen, dann müsste das eigentlich passen. Ja, und ich schaue mal. Also ich finde dieses Gel sehr schön und es zieht sofort ein und hinterlässt so ein ganz weiches, zartes, seidiges Hautbild. Und es hat einen ganz feinen Duft. Also es duftet ein bisschen für viele, die sagen dann, sowas nehme ich nicht. Ist das natürlich nicht. Und ja, mit zunehmendem Alter und durch UV-Strahlung ist die Haut weniger in der Lage, Melanin gleichmäßig zu verteilen, Hautverfärbung, Pigmentflecke. Klar, die kommen bei mir auch. Und da soll das halt so ein bisschen gegen angehen. Ja, ich gucke mal. Ich freue mich schon drauf, das mal anzuwenden heute Abend. Und jo, das war's. Dann fange ich mal mit meinem Rossmann-Haul an. Also da ist es eine ganze Ecke leer. Da ist der Beutel wirklich ein bisschen voller. Weil, wie gesagt, ich teile das jetzt einfach in Zukunft ein bisschen mehr auf. Das heißt, ich gehe erst zu Rossmann, gucke, was ich da alles bekomme. Und nur das, was ich jetzt da nicht unbedingt kriege, dann muss ich immer bei DM reingehen. So, als allererstes habe ich mir noch so ein neues, eigentlich ist es ein Teelicht, ne? So ein Glas-Teelicht. Aber ich nehme die immer, um meine Pinsel da reinzustellen. Und ich habe mir bei Douglas neue Pinsel gekauft. Und die werde ich euch noch zeigen. Mache ich nochmal einen kleinen Douglas-Haul. Ich habe mir von Zoeva einige Pinsel mal angeschafft, weil viele doch sagten, die Pinsel, einige, die du hast von Ebelin und so, die sind nicht ganz so toll. Probier doch mal die von Zoeva und so. Und das habe ich jetzt einfach mal gemacht. Ich habe mir da irgendwie 5 oder 6 neue Pinsel gekauft und hatte ja auch schon die von Real Technique mir letztens von DM noch geholt. Und da werde ich einfach mal gucken, wie die sind. Und dann stelle ich die halt immer da rein. Ich finde das immer ein bisschen schöner, wenn ich die in so ein, ja, in so ein Behältnis reinstelle. Ja, okay. Dann habe ich, also wie gesagt, noch ein Teil gekauft. Das stand hinten in der Parfümerieabteilung. Und zwar von der Scuderia Ferrari. Ein Duschgel. Red nennt sich das. Es ist ein Hair- und Body Wash. Das habe ich auch für meinen Sohn und für meinen Mann gekauft. Und das duftete so gut. Ne? Ich habe dran geschnuppert und es war das letzte. Das war jetzt aber auch, glaube ich, nicht so billig. Ich glaube, das lag irgendwo zwischen 11 und 12 oder 13 Euro. Aber es sind drin, Moment, ich gehe mal davon aus, dass das hier mindestens, keine Ahnung. Also es sind bestimmt, ja, 400 Milliliter, vorne steht es drauf, 400 Milliliter Duschgel, aber der Duft war halt so lecker, ne? Da wollte ich mal gucken. Ja, ich mag das ja auch immer, wenn die Männer dann gut duften. Ich habe mir aber auch einen Duft mitgenommen, den mochte ich auch total gerne, das war aber jetzt mehr ein Zufall.
Ich habe mich da ein bisschen vertan. Ich hatte so ein Gutscheinheftchen bekommen in der Post und da sind ja dann von Rossmann immer so ganz aktuelle Sachen drin. Und unter anderem immer so kleine Gutscheine für Parfüm oder für irgendein anderes, für eine andere Sache jetzt, die gerade im Angebot ist. Und von Otto Kern war ein Parfüm im Angebot und das war aber ein ganz anderes. Und dieses hier ist von, das ist von Otto Kern, das Commitment. Und das habe ich mir halt geholt, das fand ich ganz toll. Ich habe dran geschnuppert im Regal und fand das gut. Und in der Kasse haben wir dann gemerkt, das ist nicht, das hier ist genau, das sind diese Rabattgutscheine, die dann immer in diesem Heftchen sind. Und das wollte ich einlösen, da hätte es dann 1,50 € Rabatt drauf gegeben. Aber da habe ich mich halt vergriffen, aber macht nichts. Das hier schnuppert auch sehr gut. Ich habe mir nämlich letztens auch bei Douglas mir, habe ich mir auch noch ein neues Parfüm gekauft. Und das finde ich auch ganz toll. Hatte ich schon mal bei Instagram gepostet und gefragt, wer das von euch kennt. Oh, das ist auch sehr schön. Aber das von Otto Kern ist auch sehr gut. Also muss ich echt sagen. Ich fange ja schon wieder an, so wie früher. Ne? In jungen Jahren habe ich immer ganz, ganz, ganz viel Schminke und Kosmetik und Düfte gehabt. Und ach, ich weiß gar nicht. Also immer so 5, 6, 7 verschiedene Düfte. Ich merke schon, so langsam habe ich wieder mehr Zeit für mich. Und die Kinder sind so langsam bald aus dem Haus. Und jetzt kaufe ich wieder Dinge, die ich gerne für mich haben möchte. Ja, dann habe ich mir, ach, ich zeige es erstmal so rum. Ich habe mir gleich wieder zwei Hydra-Bomb-Masken gekauft von Garnier. Diese Skin Active Masken, Tuchmasken, die habe ich euch ja gezeigt in dem einen Video und die fand ich richtig gut. Und da habe ich mir gedacht, die kaufst du dir gleich nochmal nach. Und weil die sind immer so schnell vergriffen. Die waren bei DM, glaube ich, schon wieder vergriffen. Und bei Rossmann hatten sie auch nicht mehr so viele. Und dann habe ich mir gleich noch das Hydra Bomb, die Tagespflege und in dem Tiegel hier die Nachtpflege mitgenommen. Das ist die Nachtpflege und das ist die Tagespflege. Die hatte ich auch bei DM als Test am Tester probiert. Rossmann hatte keinen Tester, aber da wusste ich ja schon, wie es war. Und da habe ich mir gedacht, okay, zusammen mit dem Serum von Diadermin wirst du es einfach mal austesten. Und wenn ich es nur als Grundlage für den Make-up nochmal nehme, wenn meine Haut dann zu trocken wird, dass ich sage, okay, nochmal zum Nachcremen oder so. Aber ich werde es einfach mal austesten. Und von Diadermin Lift habe ich mir noch den Superfiller gekauft. Und da hatten die auch einen, ja, auch so einen Spender stehen. Ne? Und da habe ich so gedacht, oh, probiere das mal. Und wie gesagt, Hyaluronsäure braucht man immer. Und das ist ein Hyaluronsäuregel oder Cremegel, möchte ich mal behaupten. Ich zeige euch das auch mal. Und das ist auch so ein ganz zartes Gel, aber mehr cremig. Ne? Also dieses andere, der Diadermin Nacht- und Liftgel, war ja so ein richtiges Gel. Und das hier ist so eine Cremegel-Konsistenz, möchte ich mal sagen. Und da wollte ich mal schauen. Also Hyaluronsäure im Übrigen gibt es ja jetzt auch bei Aldi. Und das werde ich mir auch wieder zulegen. Und dies ist ein Super-Serum. Und ja, ich wollte das mal austesten. Der Lift und Superfiller, hochkonzentriertes Hyaluron. Ja, wir schauen mal. Ach, weiß ich nicht, wo die Verpackung jetzt wieder geblieben ist, wo ich die wieder gelassen habe. Okay, hier, das war der Bon. Ach, und dann habe ich noch zwei Sachen mitgenommen, die wollte ich auch unbedingt mal austesten. Die hatten die auch in diesem Heftchen als, ja, als Empfehlung oder als Tipp. Und zwar eine Shea Butter Handschuhmaske, ne? Also für die Hände. Das wird ein Handschuh sein, der getränkt ist, so wie eine Maske halt fürs Gesicht auch. Und dann kann man, wie gesagt, das ist mit Shea Butter, natürlichen Ölen und Vitamin, eine reichhaltige Lotion getränkte Fließ Stoffhandschuhe. Sind also Fließstoffhandschuhe, damit macht man eine Handmaske. Ja, ich merke so im Alter mittlerweile, also auch seine Hände darf man niemals vernachlässigen. Meine Mutter hat immer gesagt, deine Hände ist das Erste, worauf man achtet und man muss gepflegte Hände haben. Und ich habe jetzt so gemerkt, ja, so langsam, ich creme und creme und creme, aber ich habe mir gedacht, man könnte ja auch mal so hin und wieder, von mir aus zweimal die Woche, ich würde das Geld dafür jetzt auch ausgeben, dass man so eine Handschuhmaske macht hier, ne? Also das finde ich richtig gut. Und das ist von For Your Beauty, die Serie. Ich lese nochmal, was hier hinten drauf steht. Die reichhaltige, mit Cremegel getränkte For Your Beauty 5-Finger-Handschuhmaske mit Shea Butter und Mandelöl revitalisiert und verfeinert das Hautbild der Hände im Zusammenspiel mit weiteren Inhaltsstoffen wie Ingwer-Extrakt, Provitamin B5 und Vitamin E trägt das Cremegel, ist also ein Gel, also so ein Cremegel auch, zur Pflege der Fingernägel bei und schützt die Nagelhaut.
Die Haut fühlt sich nach der Anwendung streichelzart und spürbar glatter an. 12 bis 15 Minuten einwirken lassen, danach kann man das auf, also wieder abnehmen. Ein paar Handschuhe sind drin. Ich sage immer, wenn ihr es länger macht, schadet es auch nichts. Es kann nur... Ich sage immer, die Maske muss irgendwo so richtig fast am Trocknen dann sein, dass es, also man merkt, es wird langsam trocken, dann kann man sie abmachen. Und so eine Handmaske finde ich richtig toll. Also wie gesagt, alle, die auch schon so ein bisschen im fortgeschrittenen Alter vielleicht sind, testet doch einfach mal diese Handschuhmasken von For Your Beauty von Rossmann. Okay, dann habe ich aber noch zwei Masken mitgenommen, die wollte ich auch nochmal austesten. Und zwar einmal der von Rival de Loop, der Hydro Booster, eine Tuchmaske auch. Da ist das, was ich euch einfach mal zeigen wollte, warum ich bei der Hydra Bomb von Garnier immer so sage, es ist schön und gut, wenn da so ein Vlies mit eingearbeitet ist, so ein festes. Viele sagen, oh, das ist unnütz und Verschwendung und warum packen die da noch ein Vlies rein? Es ist hier immer so, ich finde das immer eine ganz schöne Fummelarbeit, die Dinger hier rauszufummeln, auseinanderzuziehen. Und da ist die wirklich mit dem Vlies in zweimal geklappt, in so Viertel dann. Und man kriegt die gut auseinander, kann die aufpacken, zieht das Netz runter und dann klebt die ja auch gut auf der Haut. Hier ist Hyaluron in Aloe Vera drin, hier ist das wahrscheinlich jetzt nicht so, ich werde es sehen, ich werde sie mit euch zusammen auftragen und dann gucken wir mal, wie schnell sich das Ding auseinanderfummeln lässt. Und dann haben wir noch eine Maske, auch noch einen Hydro Booster, der ist neu, frische Pflege, 24 Stunden, Feuchtigkeitsextrakt auch mit Hyaluron in Aloe Vera. Okay, einmal haben wir eine Crememaske und einmal haben wir eine Tuchmaske. Okay, wir werden beide austesten. Dann habe ich mir noch einen kleinen Kabuki-Pinsel von For Your Beauty. Die Pinsel kaufe ich auch manchmal immer, oder hatte ich mir ja schon mal so ein ganzes Set gekauft. Und ich wollte den einfach nur mal haben, weil manchmal hat ich habe zwar drei Stück, aber dann sind die vielleicht nicht gerade gleich gewaschen. Ich habe heute erst gerade meine ganzen Pinsel wieder gewaschen. Und dann braucht man noch mal einen, dann hat man keinen. Da habe ich gedacht, ja, kann man ja nie genug haben. So, dann habe ich von Swiss Opal ein Kokos Styling Gel, extra starker Halt, exotischer Duft für kreatives Styling. Das habe ich mal für meine Haare mitgenommen, weil meine Haare sind immer so schwer. Ich habe da Haarspray drin, ich habe alles Mögliche drin und manchmal möchte ich die einfach so ein bisschen zuppeln und stylen und dann liegt das gerade mal 10 Minuten mit allem, was ich habe und dann bums liegen die wieder unten und das gefällt mir mal nicht. Und ich habe gedacht, ich probiere mal dieses Kokos Styling Gel aus und werde mal gucken, ob das vielleicht ein bisschen besser ist. Ja. Dann habe ich mir noch so einen Lidschatten von Rival de Loop mitgenommen. Das sind zwei Farben, einmal so ein ganz heller und so ein Taubton und leicht rosé-stichiger Ton. Ich werde euch das nochmal alles mit einblenden, dann pulle ich das jetzt nicht auf, aber ich blende euch das gleich nochmal alles mit ein in dem Video. Ich mache das auf und werde das extra abfilmen und dann könnt ihr das sehen. Dann habe ich mir einen Lip Liner gekauft und zwar in Transparent von Astor Soft Sensation. Ich wollte den eigentlich von L'Oreal haben, um damit ein bisschen am Lippenrand dann mein Lippenstift mal ein bisschen zu fixieren, dass der nicht so übertritt, weil ich habe jetzt einen ganz schicken neuen in einem Rotton bekommen. Das werdet ihr bald sehen, das Video. Und da geht es dann auch um eine Verlosung an euch. Also steht eine Verlosung demnächst an. Ich muss nur mal gucken, gibt mir eine Woche Zeit und ich denke mal, dann wird das so nächste Woche oder in maximal 10 Tagen wird dann die Verlosung starten von Clarence. Werden das Artikel sein und da ist ein toller Lippenstift drin und da wollte ich mir einen transparenten Lip Liner kaufen und den gab es aber von L'Oreal nicht. Und ja, da habe ich mir den von Astor mitgenommen, weil ich habe einfach keinen anderen gefunden von keiner anderen Firma. Jo, und dann habe ich mir von Catrice einfach nochmal diese Made to Stay Highlighter Pens gekauft, einmal in diesem Roseton, vielleicht sollte ich den Deckel erstmal drauf lassen, in diesem Roseton. Ich zeige euch den mal so, ich weiß nicht, wer den kennt, das sind ja diese Highlighter-Pens und dann gibt es die nochmal in einem schlichten Weiß. Also ich habe beide Farbtöne genommen und ich werde euch das auch nochmal mit aufzwatschen und abdrehen, dann könnt ihr das besser sehen. Ja, die beiden wollte ich gerne mal ausprobieren und dann ist die Tüte auch schon leer. Ja, das war mein Haul. Na, hab da mal einen Einblick. Ach nee, habe ich euch diesen Pinsel gezeigt? Ich habe mir noch von For Your Beauty einen Contouring-Pinsel gekauft, auch aus dieser Serie, hatte ich schon ausgepackt. Und zwar einmal hier oben dieser hier und dann dieser ganz schmale, damit man hier mal, wenn man was hat, ein bisschen besser Konturen ansetzen kann. Und dann kann man das auch gleich verteilen. Ja, und einen neuen Kamm
für meine Haare. Ich habe immer diese Kämme, weil mit was anderem komme ich durch meine Haare eh nicht. Ich habe auch im Moment das Gefühl, ich kriege wieder mehr Locken und alles andere. Das weiß ich auch nicht. Eigentlich dachte ich, die sind jetzt so langsam weg im Alter und jetzt habe ich meine Ernährung wieder umgestellt und alles und jetzt werden die wieder ziemlich lockig und dann komme ich mit normalen Kämmen oder Bürsten auch gar nicht durch. Jo, und den habe ich mir auch noch geholt. Ich glaube, ich habe jetzt auch alles, habe euch nichts verheimlicht. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzugucken. Ich werde euch die Sachen, wie gesagt, noch aufswatchen. Ihr könnt sie dann auch sehen während des Videos und mache dann auch mal vielleicht demnächst schon mal ein Produktreview so auf Halbzeit, ne? Dass wir mal sehen, wie war das denn so. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zu meinem nächsten Video. Macht's gut, tschüss!